Ich habe nachgeguckt, bei welchen Leuten der VOD noch da ist. Und das sind folgende Leute: Just Sorkin, ne? Dann, wir haben noch Skenny, Known for Play. Wahrscheinlich von Korken habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Stray Demon Soul. Und Silver hat das Ganze auf YouTube hochgeladen. Und das können wir uns dann auch angucken, ja. Die Person, die ich mir da gerade angucke, die schreibe ich dann auch immer vorher an, wenn ich das mache. Jetzt Sorkin zum Beispiel habe ich schon angesprochen, angeschrieben. Bin aber auch lost, das ist unfassbar. Der hat leider gerade wenig Zeit. Prüfungsstress, habe ich gesehen. Daher ist er jetzt leider nicht da. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich denke, ich lade das eh auf YouTube hoch und dann sieht er das nochmal. Und wenn ich dann auf die anderen reacte, werde ich sie auch nochmal anschreiben, damit die wissen, dass ich gerade auf sie reacte. Ja. Gut, genug rumgelabere. Wir fangen an. Da muss ich jetzt natürlich auch Musik ausmachen, ist ja klar. Fresh haben zum Beispiel? Nee, geht leider nicht. Hier, guck Keine mal doppelten so. Champs und keine doppelten Regels. Passt das immer noch mit der, So. mit der. Machen ein bisschen Mit diesen Sachen, wie leiser. hört man die? Dumme Regel. Du willst sie jetzt gerade Die machen wir ausnutzen? so. Passt so von der. Das ist immer noch zu laut eigentlich, oder? Bin ich ein bisschen höher, aber nicht Schon zu zu leise laut. bei mir, wirklich. So, jetzt quatschen wir ein bisschen. Gegen. Der Name ist so lang, ey. Ich spiele jetzt Gegen Neo. gegen. Richtig. Ah, Genesis X einfach. Okay, alles klar. X. So. Nice. Okay, Okay, alles dann gehen klar. wir Vollbild. Ja, holt euch auch vielleicht was kurz zu trinken oder so. Freut mich, wenn ihr das ganze Turnier über dabei seid. Mal vor. Okay. Er hat sich gerade was zu trinken, okay. So, wir schauen mal kurz in die Ergebnisse. So, Okay, so, wir jetzt. spielen gegen seine äußerst Da sind wir. experimentelle Deckvariante hier. Ja, da hat er es schon angesprochen. Interessant. Das ist, was er jetzt hier gerade spielt. Ashley, Joani, Ich Teemo, Jinx. glaube, da werde ich so Vier tauschen. Champions. Mit den Regionen Hab ich so ein. Oh, red mir Freljord bitte nicht vom und Essen, ey. DNC. Ich meine, Und ich was habe er hier heute um spielt, 10 Joe Uhr Sorkin, den wir jetzt Frühstück gerade sehen, der spielt genommen. das ganz Ich esse klassische sowieso Ashley, zweimal Joani. am Tag, kann man sagen. Und, Aber gucken wir mal. Ja. ich weiß noch nicht, wie ich das zwischendurch mache, ob ich dann zwischendurch was esse oder so. Ich denke mal zwischen den richtigen Runden. Also wir Wie sind schon quasi gesagt, jetzt sein Layout Hauptrunde ist und sehr voll. Viertelfinale, Ja. Halbfinale, Finale. Aber ist Und okay. dazwischen Ja. wird es dann mal einen Man größeren hätte Break geben. halt, Das keine hätte man Ahnung, vermuten vielleicht, leicht. vielleicht Schmiere ich wenigstens so das hier viel. weggemacht. Hier, das da. Weil ich sehe sein Spellmana halt nicht. Und das ist schon wichtig Jetzt ist zu gerade mein sehen, Ding im Weg. wenn ich mir das nochmal angucken will. Ja, ach so, ja. Das zögert schon ein bisschen. Ne? Alright. Ich meine, das Deck Ja, hier, das war das jetzt ist natürlich ein okay. bisschen uncool, dass ich Da angefangen steht ja auch musste, nichts, aber wo das das war Deck schon. gerade ist. Außer halt Dann hauen wir direkt die die Karte History. raus, Aber das guckt man sich weil normalerweise sowieso nie an. wir dann Und direkt mit zum ansonsten Attack gehen können kann mit. man schon alles sehen. Wichtig ist halt, dass man den Mana sieht und Ich den bin tatsächlich sehr Spellmana, schwach, das Leben vom aber Nexus Freljord Piltover, ich und wie viele würde jetzt mal Karten vermuten, dass er sie du gar nicht mehr selber und aktiviert. der Gegner hat. Ja. Oh, ja, oder er hat den mystischen Schuss dabei. Ja gut, die gibt's ja auch noch. Genau. Ne? Ungünstig. Naja gut. Ja, und vielleicht die So, Namen, jetzt können die wir richtig. Jetzt Regionen können wir schön noch den sehen. Zeilensteller raushauen. Ja. Das wäre ganz Und wichtig. danach Deswegen schauen. eigentlich alles ganz gut hier Mit hingeschoben. dem, was er Außer halt ausspielt, kann man die beiden dieses aufhalten. Graveyard-Ding, da das. Mal gespannt. Direkt den Ja. Ulti gezogen, Ehre. Kein Spellmana da. Also. Ich frage mich auch so ein bisschen. Okay, Runde also. 4. Runde 4. Noch nichts gedroppt von Er kann ja bis zu Neos 6 Seite Champs hier. mitnehmen. Okay. Also, Champion Point Ashe. quasi. Was ist jetzt die Frage? Hat er jetzt Ashe mehrmals drin? Hat er jetzt Teemo, Jinx? I don't know. Bin Ash, gespannt. ja, da machst du auf jeden Fall den Freeze, würde ich sagen. Okay, jetzt hat er die Ashe ausgespielt. Naja, gut, komm, dann machen wir das so. Spielen wir den mit aus. Sehr gut, sehr gut. Dass da nicht der Angriff kommt von ihm. Also ich meine, kann er machen, aber wäre jetzt vielleicht nicht so intelligent. Ja, also Ich spiele kurze, Ashe darin nur nicht, weil Jinx, Teemo, Sejo habe ich auch schon gespielt. Echt? Die kurz. Kombi? Mal diese Also Kombi hier, die genau. quasi die obere. Ähm, Okay. Ja, ich also ich finde weiß die Ashe, die nicht. kann man, weißt du, die Ja. ist einfach,
die ist so gratis, die nimmst du einfach mit. So, also vielleicht hat er die auch nur einmal. Da ist einfach zu viel drin, ja, in dem Deck von Neo. Weil, naja, was bringt dir die Jinx in dem Deck? Was bringt dir die Ashe in dem Deck? Dass er die beiden zweimal drin hat. Ja, gut, es gibt Teemo Sejuani, ne? Das Deck gibt's. Und das Deck ist wahrscheinlich auch. Ich glaube, er gehört auch zu den Kandidaten, wo G-Able meinte, die nicht streamen, wenn mich nicht alles täuscht. Die wir jetzt nicht sehr richtig. Sehr richtig. Und am Ende noch heißt, der schmult bei anderen Streamern oder so. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Na, nicht der Neo. Ich glaube, die meisten meinten eh, ja, sie machen ein kleines Delay rein. Jetzt nicht, weil sie denken, okay, andere Streamer könnten nachschauen quasi. Sondern ich glaube, es ging eher darum, dass das gesagt wurde, ja, dass jetzt hier vielleicht nicht irgendwer reinschult und reinschreibt, jo, der hat das und das auf der Hand. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wenn es passiert, so, dann kannst du da auch nicht, kannst du auch mit dem Delay nicht viel gegen machen. Aber das ist dann so. Ja, ist schon sehr teuer, was er da macht. Er rechnet quasi schon damit, dass ich die Einheit, stoppe. Bitter. Ich weiß es nicht genau. Will ich die Einheit stoppen? Hätte er aber hinterher auch noch machen können, ne, dann. War vielleicht schon ein bisschen zu früh. Ah. Oh, jetzt haut er mir den auch noch weg. Das muss ja jetzt nicht sein. Denke ich mal. Also nochmal kurz, ja. Ich lade schon Leute in mein Turnier ein, wo ich mir sicher sein kann, dass sie nicht spicken, ja. Und Neo, auch wenn er nicht streamt, ein paar Leute haben ja nicht gestreamt, bei denen bin ich mir allen sicher, dass die nicht irgendwie heimlich das Deck ändern oder sonst irgendeinen Müll machen. Da bin ich mir sicher. Ja. Außerdem ist es ja auch einfach unnötig, in so einem kleinen Turnier, wo es ja eigentlich, naja, 10 Euro, wo es nicht wirklich was zu gewinnen gibt. Es ist ein Fun-Turnier, da spickt man sowieso nicht. Das bringt einem nichts, weil, naja, dem. Ich weiß nicht, das ist ein Fun-Turnier, da spickt man einfach nicht so. Also der Seher ist ja schon mal, der ist ja schon mal unschön. Wenn du da mir eine Zauber danach rausklatscht, da kriegst du dann. Ja, mit der Kombi. Und jetzt nochmal zum Deck. Teemo, Jinx. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Kannst du schwer leveln? Also würde ich jetzt mal sagen. Außerdem gelevelt, ich weiß halt auch nicht, was sie dir bringen soll. Und. Direkt wieder wegnicken, voll das Einschlaflied. Ash? Keine Ahnung, muss ich sagen, keine Ahnung. Mit dem Einspieler ist einfach ein bisschen zu viel, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ja, also man kann ja auch haben in dem Spiel, ne? Ja. Was soll ich denn davon halten, ey? Jetzt hat er den zweiten C, ja? Überdeckt meine Zaubermannerzahl. Damit muss natürlich jetzt hier Sorkin dealen. Ja, naja, ich warte. Weil das kann natürlich böse enden, ne? Machen, wenn zum Beispiel eine Sejuani gebufft wird. Problem an Teemo Sejuani ist einfach, dass selbst wenn seine Units hier so gebufft sind, das bringt einem eigentlich nicht viel. Weil die meisten Units, ich meine, also mit dem Seher greift er wahrscheinlich nicht an. Und weil die halt sonst sterben, ne? Und die will er nicht, dass sie sterben. Fressen. Und das ist das Problem. Was hast du denn Schönes gegessen? An dem Deck auch. Wenn man die bufft, das bringt halt überhaupt nichts. Er hat quasi eigentlich nur zwei Units auf dem Board. Im Notfall kann er natürlich mit den Deffen, aber im Prinzip hat er nur zwei Units. Und Ash, weiß auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem verkrampft er sich auch zu sehr auf die Ash, ne? Da würde ich jetzt, wenn, dann würde ich da nicht mal was reinballern irgendwie, da würde ich gar nichts machen mit. So sehr ist das Deck für sie, Johnny. Pilze gezogen. 30 Karten, 10 Pilze, aber Hauptsache man. Irgendwie, ich habe auch das Gefühl, man zieht immer direkt einen Pilz. Ist das irgendwie. Ja, habe ich auch. Ist das eine Variable, die das festlegt, oder. Das ist ziemlich bitter. Nee, sonst wäre Teemo Sejuani noch schlechter als eh schon. Wäre ja. Damit wir hier einiges machen können. Wäre ja nicht mehr normal. Die Ash ist auf 4 von 5, sehr, sehr schön. So. Ne? Er hat hier noch zwei Freezes, ne? Ich habe ausgespielt, hatte, damit sie jetzt aufsteigt, aber das ist jetzt so. Das muss ich jetzt so akzeptieren. Ja, das hättest du auf jeden Fall machen können. Wäre ja kein Käse Problem gewesen. Mit Käsebrot dazu. Der ist ganz schön viel Käse in einem Satz. Okay. Geil. Hätte ich gemacht an der Stelle. Also ich hätte sie gelevelt. Oder ich hätte einfach Burst Speed. Mich wundert es ja auch immer. Burst Speed mit dem Brutal Steel hier. Ob das nur so ein Ziel ist oder.
keine Ahnung, 4-3-5-3. Ich hätte den 4-3er mit Brill Steel und dann Ash schießt die hier ab, freeze die ein und das war's dann. Dann sind die beiden gefreezed, er muss mit der blocken und das tut weh. Actually hätte er eigentlich sogar alle freezen können und einfach gewinnen können. Natürlich gibt's immer die Chance, dass er dann noch irgendwas buffen kann, dann doch verteidigen kann, etc. etc. Aber generell hätte er jetzt hier alle vier freezen können und gewinnen können, ne? Also Mist Liefel im Prinzip. Sehr merkwürdig. Also, ich hab auch ehrlich gesagt, aber gut, er geht hier lieber safe an die Sache ran. Aber das Brills, den Brills-Play, den hätte er auf jeden Fall machen können. Ne? Den hätte er raushauen können. Ob er jetzt noch Harschwinds noch hinterher ballert, ja, ich weiß nicht. Da muss man sehen, hey, will man riskant spielen oder will man safe spielen. Aber generell hätte ich auf jeden Fall Brills gespielt, auch den 4-3er. Und mit Ash kann er natürlich blocken, will er aber eigentlich nicht. Und dann kannst du natürlich auch Harschwinds rein, später reinballern, aber dann kann man es eigentlich auch gleich reinballern, weil dann hat man halt schon gewonnen normalerweise, weil dann kann er nicht mehr blocken. Guck sich das einer an, ey. Absolut AIDS. Ja, das wäre natürlich besser gewesen. Tja, 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 tja. Die Ash wird er nicht spielen, glaube ich nicht. Mit der Ash, ich weiß nicht, mit der Ash ist er auch viel zu vorsichtig. Also entweder er hat, ich meine, guck mal, er hat eine Karte nur auf der Hand, die Ash retten kann. Ja, ja, könnte. Das ist richtig. Kann, muss ja nicht. Die wird er also nicht spielen, deswegen frieren wir den ein. Ist richtig, was er da sagt. Er fokussiert sich hier viel zu sehr für die Ash. Viel zu sicher. Also eigentlich, also ich würde jetzt vermuten, dass jetzt die Ash hätte ich benutzt, um da gut zu blocken. Länger warten bringt ihm, glaube ich, auch nicht viel. Da ist natürlich viele Pilze im Deck. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nächste Runde sterbe, ist natürlich äußerst gering, aber ich müsste mich jetzt etwas beeilen. Das ist natürlich richtig. Natürlich ist das ein Timo. Ja moin. Einfach ein Team overhand, der gute Junge. Das ist ja auch nicht schlecht. Ach du Kacke. Ja, das ist natürlich äußerst belastend. Ich kriege aber 66 Pilze in mein Deck gemischt. Oh, jetzt wird es aber wirklich kritisch. Ja gut, das überlebt nur noch. Jetzt wird's wirklich, wenn man mal ausrechnet, der hat wahrscheinlich 30 Karten, 60 Pilze, ungefähr doppelt so viel. Und kommt da pro Karte 2 Pilze. Ja. 4 Pilze. Aber das ist dann schon überdurchschnittlich, ne? Schon sehr überdurchschnittlich. Ach, Kacke, kann man da nur sagen. Ja gut, dann machen wir das so. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt gewonnen habe, weil sonst nächste Runde überleben, das sehe ich nicht. Blocken kann er nicht. Ja, also... Er hat auch nur eine Karte. Er könnte jetzt... Er friert alle ein, das ist richtig. Da könnte er jetzt noch Leben geben, damit die nicht eingefroren wird, aber... Okay, interessant. Anscheinend nicht. Yep. Na, was hat er da? Jetzt wird's interessant. Aha. Oh, okay, er zieht nochmal Karten. Da hätte ich auf jeden Fall Zier 3 zuerst gespielt. Zier 3 zuerst spielen, dann siehst du, was du bekommst. Er hätte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine 2-Mana-Karte bekommen, mit der er 1-Mana noch frei hat. Ne? Man spielt ja nicht die Pilze zuerst. Selbst auch, ja klar, ja, er zieht jetzt nochmal eine, aber ja. 9 Leben kriegst du mit den Pilzen nicht runter, die du da hast. Okay. Du brauchst viel mehr. So, und jetzt... Friert alle ein. Ja, ich will noch kein GD. Ich habe jetzt bisher letzte Games habe ich auch keine Dings benutzt. Ich will jetzt kein GD posten. Ja, gut, das ist schon ein GG, Bro. Das wäre. Was soll er denn haben? Sehr bitter. Kommt da jetzt noch was? Ich weiß, er hat ja die Kosten gesenkt von den Karten. Also theoretisch könnte er eine Karte haben, die 0 kostet, aber eine Karte, die 0 kostet, oder 1 in dem Fall, die kann ja jetzt hier nichts machen, oder? Ja, richtig. Außer halt ein Brittle Steel. Wäre dann 4 Attack weniger. Problem ist, du hast trotzdem genug Attack. Na, ja. Okay, er kann anscheinend nichts machen. GG. Den her. 1-0, 1-0, 1-0, wichtiges Ding. Oh. Jedes Mal super angespannt, muss ich sagen. Eieiei. Ich glaube, ich mute mich mal kurz, falls er da ist. Ja. Also, er hätte eine Runde früher finishen können. Aber, ist trotzdem gut. Ja. Er ist hier mal sicher gegangen, hat okay. Langsam runtergespielt.
Und das kann natürlich einem den Game kosten, vor allem gegen solches Deck, da sollte man recht schnell finishen. Aber hat jetzt hier in dem Fall nichts geändert. Der Ash-Aufstieg, der hätte echt nicht passender kommen können. In der Runde davor. Noch ein Angriff von Timo und du wärst, glaube ich, weg gewesen. Ja, einfach nur noch eine Karte ziehen. Also die 7 Leben, die Wahrscheinlichkeit, dass ich 7 Pilze oder mehr ziehe, war schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Okay, das heißt, ich habe jetzt noch mein Gangplank-Deck und du hast noch dein... Was hattest du denn noch? Was war denn dein anderes Deck? Ich darf noch... Also du darfst ja beide spielen, okay. Ne. Achso. Ja, genau, okay, ja, stimmt. Alles klar. Na gut, dann lass uns doch mal direkt damit weitermachen. Was hat er jetzt hier? So, er hat jetzt Gangplank. Okay, oh, da bin ich am meisten gespannt drauf. Jetzt auf Gangplank MF. Das könnte kritisch werden. Also das einzige coole Deck, was er spielt, er so meiner Meinung nach. Sea gegeneinander no Front. Und mit dem Sea dann noch andere so was ein, auch ein anderes geiles Deck ist, was Neo aber hier spielt. Vajora, ja. Könnte auch sehr bitter werden, wenn die Fiora. Das ist auch sehr, 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 sehr stark, ja. Was ist das denn für eine Hand? Hm? Ja, die, da sage ich nicht nein. Die nehme oh, ich. Oh, oh, oh. Ist natürlich gefundenes Fressen für die Fiora. Aber ich hoffe einfach, dass er... Das ist keine gute Hand, Bro. Dann nimmst du eine mit, aber nicht drei. Du brauchst ja nur eine, du brauchst ja nur einen Ping. Es geht ja nicht darum, viel Damage zu machen, sondern es geht ja darum, ein Damage zu machen. Ein Damage reicht ja vollkommen. Und dadurch brauchst du nicht drei Ein-Mana-Einheiten hier. Ja. Du brauchst ja immer nur ein Damage-Pings, das reicht ja vollkommen aus. Du bist zu den Leuten, die sowas kaufen, echt? Okay. Deswegen war kein guter Pick an der Stelle. Gerade noch so drüber gerantet. Ach du. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, da hätte ich eine genommen und den Rest ja, weg, weil jetzt hat er ja gar keine gute Curve, er braucht ja auch irgendwie seine Einheiten. Ne? Wirklich viel falsch machen bei der Suppe. Das war auch wieder schwierig, weil jetzt hat er hier mit einem 3-2 einen guten Angriff ein paar Punkte, die und da hat er auf jeden Fall seine Deckhilfe dran spielen sollen. Ja. Chance, dass es eine schlechte Suppe selbst wenn er es dann fast sieht, das wäre auch vollkommen in Ordnung, weil, noch so ein kleines Feld, naja, boah, die schmeckt richtig gut, gib mal Rezept. Brauchst du in dem Fall eh nicht. Nexus Schlag, erschaffe eine extra Kopie eines zufälligen Zaubers aus dem Deck. Ist natürlich schade um das Fass, das ist richtig. Nicht. Ja. Weil das ist jetzt halt schon wieder bitter, mein ne? Mein Pulverfässer, mein Kugelhagel oder das Palais. Das ist keine Option, da musste ich leider. Da musste ich leider die Kugel. Weil jetzt muss er halt sowieso seine Deckhilfe drin spielen, ne? Um überhaupt angreifen zu können, obwohl kann er sowieso an der Stelle, aber. Ja, also schon. Natürlich als Starthand, dreimal Corsaren ist natürlich strong. Auf der anderen Seite sind es halt auch passive Einheiten. So viel mache ich halt mit denen nicht. Ne? Ja, das ist genau richtig. Da ja. Direkt so eine Leona. Ich hab's heute auch mit dem Champion-Namen. Fiora. Da direkt ein Fiora kommt, das ist natürlich ganz übel. Uha, okay. Er blockt da hier. Nächste Runde einfach wieder eine Corsaren. Nicht mit der Fiora, aber ist okay. Leider auch kein Zauber auf der Hand bisher, der da was gegen machen kann. Ja, ist okay. Jura will man da nicht zu sehr damagen direkt, das ist klar. Außerdem kann er genug Damage-Pings haben, von dem her ist es gut geblockt an der okay. Stelle. Ja, das jetzt schon auf der Hand ist natürlich witzig. Ja, ich musste sowas einfach mal kosten. Also sowas ist schon besser, weil er hat nur ein Damage-Pings. Außer mit Fässern, ne? Aber sonst hat er eigentlich normalerweise nur einen Damage-Pings, deswegen kann er da easy reinziehen. So schnell wird er nicht sterben. Der erste Kill für Fiora. Das ist halt schon mal so ein Fall. Die drei Korsarinnen am Anfang bringen mir halt einen Scheiß. Ja, er haut sie miteinander weg. War natürlich ein frühes Ding gekommen, hätte man vielleicht abwarten können. Vor allem, weil jetzt die Fiora nur noch ein Leben hat. Das ist sehr risky. Er kann jetzt Make It Rain haben, der Sorkin oder also Palais oder sonst irgendetwas. Achso, ja, seine Fiora steigt auf. Okay, never mind, aber hätte ich vielleicht noch nicht sofort gemacht, ne? Kann man auch sich für später aufheben. Quasi als letzten Kill. Ja? Man killt erstmal so durch Attack und Abwehr die Leute. Und dann noch so eine Einheit. Haut dann die nächste Runde ein, macht man Single Combat als letzten, als Finisher. Ja? Weil sonst lieber hit man sein Single Combat noch auf und für andere Sachen, wichtigere Sachen vielleicht. Anstatt hier einfach nur einen 1-1er zu clearen und einen Kill für Fiora zu kriegen. Ne? Das ist halt nicht das Wahre. Ich muss jetzt ein
Ja, Kugelhagel wäre eigentlich. Er kann eigentlich nicht reinblocken. Ja. Selbst wenn er Barrier hat, also weil die kann sehr leicht rausgehen. Mit ganz viel Pech hat er jetzt eine Barrier. Ist schon vorbei. Er geht tatsächlich mit einem Counter rein. Das ist sehr riskant. Ja. Ja, da machst du nichts. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das ist sehr, sehr riskant. Aber gut, er hat jetzt in dem Fall natürlich nichts, das ist klar, aber er könnte easy was haben. Er könnte easy Make It Rain haben. Und dann wäre halt die Fiora schon tot. Und jetzt Standalone, das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, das hätte er natürlich haben können. Okay, ja, klar. Aber, ja. Das war's dann. Achso, Unyielding noch? Okay. Ich muss mir erstmal mein Board aufbauen und dann so in Runde 5 oder 6 kann ich dann loslegen quasi. Wobei jetzt am Anfang. Ja, Fiora ist auf 3 von 4, das wird halt jetzt schwierig für Sorkin. Und es war einerseits schon wegen den Korsarinnen der Pick, der ihm das Game, glaube ich, verloren hat, weil einerseits, es ist ja eigentlich auch gar nicht, weil das so ein gefundenes Fressen für die Fiora ist, es ist eigentlich eher, dass du mit dem wenig anfangen kannst, so, ja. Du brauchst nur eine von denen, wie gesagt, du brauchst nicht zwei oder drei, du willst niemals zwei oder drei von denen auf dem Board haben. Weil du brauchst nur einen Damage-Ping und, ne, so ist das. Ist ja gut, ich krieg auch immer gleich zwei Werbungen auf einmal. Er hat in dem Deck so wenig Leute, oder er spielt sie nicht aus. Schwierig. Jo, okay, er hat einfach noch eine Wei dabei. Beide Champions gezogen. Bitter. Ey, da gibt es das Make It Rain. Der kommt ein bisschen spät. Recht billig eigentlich. 2-3 Euro. Man kann halt schon 2-3 Mal von essen. Okay. Ich sehe einfach so ein Spellmaler nicht. Das ist auch so. Na gut, wenn man so eine Schüssel. So schwierig, wenn man das Spellmaler nicht sieht. Okay. Auch Unnachgiebigkeit dabei? Toll. Okay. Ja gut, ich sag mal so, das Deck spiele ich ja auch, ne? Also. So ein Deck hatte ich so. Auch. Also mittlerweile nicht mehr, das war ja mein. Ist natürlich cool, dass er jetzt unendlich von diesen Äffchen hat, aber das Problem ist halt, das ist halt auch für Fiora natürlich. War auch genau so aufgebaut, eine schöne Sache. Dass du mit dem aufgestiegenen Garen dann jede Runde angreifen kannst, weil du halt jetzt ist hier ein Yielding. Einheiten einfach dabei hast. Ja, ist ein schöner Finisher an der Stelle. So ja? Kann man schon sagen. Auf die Fiora gegangen, sondern halt eigentlich mehr auf das Zusammenspiel zwischen den Champions. Ja, keine Ahnung, ich kann jetzt hier nur so ein Gangplank ausspielen, aber bringt ja alles nichts. Jetzt ist vorbei. Ja, an der Stelle ist es natürlich dann over. Na gut. Also ich würde das ganze, ja, den ganzen Loose also an dem, ja sein anderes Deck schon. Das muss an den Korsaren-Pick, festmachen. Ja, weil, man muss halt gucken, wie man mulligant, weil man mulligant vor allem für das gegnerische Deck, man muss aufs gegnerische Deck achten. Und in dem Beispiel, ist es halt mit Fiora noch sehr, sehr schlechter, Korsaren zu picken. Und andererseits würde ich gar nicht sagen, dass drei Korsaren gut sind, weil du brauchst nur eine wegen dem einen Damage-Pick. Also das war, muss ich leider sagen, ziemlich schwieriger Mulligan an der Stelle. Ja, aber er übertreibt nochmal. Komm, wir hauen auch nochmal rauf. Wir hauen auch nochmal auf die Kacke. So, let's go. Alle Zauber raus, die wir haben. Nice. Gangplank-Aufstieg, jetzt geht's los. Ja, das kommt alles ein bisschen zu spät. Da hatte ich Fiora vorher geregelt. Da mache ich nichts. Vor allem, ich habe leider auch überhaupt nichts in dem Deck. Also brauche ich ja im Normalfall auch nicht so. Das macht hier nicht so viel Sinn, weil das ist ja wirklich quasi selten, dass du hier so eine unnachgiebige Einheit gegen dich hast. Das ist ja nicht die Normalität eigentlich. Aber ich habe nichts in dem Deck, was halt vernichtet quasi. Also du kannst ja... Ja gut, aber du kannst ihn ja nicht schaffen, hast du ja eh nicht. Du kannst auch nicht töten. Ja. Also die können ja nicht weil sterben. Weil der Wurder, naja, das wäre ja nichts, oder? Wort nicht wirklich. Ist hier das Schlüsselwort an der Stelle. Okay, aber ganz ehrlich, bei so einem Fiora-Sieg, da kann man doch nicht böse sein.
Weil die der Fiora Finisher, der sieht einfach gut aus. Das stimmt natürlich. So, ich weiß nicht, ob er entmutet ist. So, jetzt hat er nochmal sein Teemo Deck gegen Gangplank. Ja, GG. Ja. Das ging schnell. Ich würde schon sagen, sein Teemo Deck hat ihn ein bisschen das Turnier kaputt gemacht, dem Neo. Weil. Naja. Es ist einfach zu viel in einem und es ist einfach zu viel durcheinander und es hat einfach nicht so einen klaren Gameplan. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, GG an der Stelle. Dann 1-1. Das ist ein Kampf, wie ich mir vorstelle. Schnell, schmerzlos, ohne Gegenwehr. Oder was? Alles klar. Ja, du hast ja leider mein Fiora Garen Deck weggebannt. Das könnte da ähnlich aussehen. Fiora hat mir beim letzten Turnier schon das Genick gebrochen. Ah ja, okay. Vorbelastet also. Fiora wird gebannt, ohne Wenn und Aber. Alles klar, naja gut, dann freue ich mich nochmal dein anderes Deck jetzt zu sehen. Ja gut, kennst du ja schon, ne? Genau, deswegen ja. Also wie Fiora darf ich jetzt nicht mehr nehmen, dann kommt nochmal Teemo dran. Das sind die Turnierregeln am Start. Alles klar, naja, dann, ja. Auf ein gutes Match, ne? Okay. Könnte ich jetzt natürlich auch nochmal erklären, aber ist ja nicht klar. So, wir muten uns wieder. Best of three. 1-1. Zwei Decks, das dritte ist gespannt. Dann wäre natürlich jetzt ärgerlich, muss man mit beiden gewinnen. Sagen wir mal einmal. Ehrlich. Weil wenn ich jetzt gewinne, und, dann jetzt steht es wieder 1-1, das heißt jetzt ist das letzte Match. Ja. Nochmal mit Gameplank MMF, mit dem hat er ja noch nicht gewonnen und Neo hat noch nicht mit seinem Teemo Deck gewonnen. Also ich hatte jetzt zweimal das heißt, die beiden Loser Decks jetzt gegeneinander. Ne? Extrem krasse Hand. Ich habe wieder eine Kasarin am Anfang, das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich behalte das so. Warte mal, das Ding ist, ich bin in Runde 3 nochmal dran, da spiele ich das Affidol. Also ich würde da jetzt voll auf Make It Rain und Palais mulligen. Also Unzelnavigatorin und Affen-Idol weg. Ärgerliche Zugreihenfolge tatsächlich. Hätte. Na gut, erzähl den sowieso, aber ich hätte da full für Palais und Make It Rain gegangen. Schauen wir mal, was er macht. Ich wäre. Ich hoffe, er kann nichts machen. Und da hätte ich an der Stelle dich gepasst. Da hätte ich die Kassare nicht gespielt, weil ich Palais habe. Und dann würde er wahrscheinlich Teemo spielen und dann würde ich Palais spielen. Einfach schnell spielen. Also ich muss versuchen, sehr. Natürlich hat er einen Fast Speed Make It Rain, das heißt, er könnte nächste Runde. Hat er 2 Mana, aber generell. Mit Palais ist halt billiger. Fühlt sich besser an. Aber lass es darauf ankommen. Wenn er blocken will, soll er blocken. Nehme ich. So ist nicht. So. Okay, jetzt hätte er nämlich den Palais spielen können an der Stelle. Ein Damage Ping gemacht. Gut hat er sowieso, aber der Teemo wäre weg. Und er hat 0 Mana. Ne? Super. Hat er auf jeden Fall gepasst. Also über schlechtes Ziehen im Turnier kann ich mich bisher nicht beschweren. Ne? Das ist schlechtes Ziehen, eine zweite Cousin. Kann ich mich wirklich beschweren? Kann man sich da eher weniger. Jetzt developed er tatsächlich nochmal. Okay. Ja gut, wenn er jetzt immer developt, dann ist der Palais natürlich easy, aber normalerweise hätte man hier Open Attack, weil man vor allem, weil man mit dem Seher hier sowieso nicht angegriffen hätte, ja, mit dem greift er ja sowieso nicht an. Ja. Obwohl gut, jetzt gegen die 1-1 er schon, aber generell greift man mit dem sowieso nicht an. Will man eigentlich auch gar nicht, muss man auch gar nicht. Ja. Und Teemo, Open Attack, kann er schon weitaus weniger machen. Außer halt Make It Rain, das ist die einzige Sache. Ja, das ist natürlich jetzt eine kleine Mauerrunde. Und das, dagegen kannst du nichts machen. Das kann er jede Runde einsetzen, wenn du developst, kann er aber auch einsetzen, wenn du Open Attack. Das ist relativ egal. Einzige, was du gegen Make It Rain machen kannst, ist natürlich so viel developen, dass er vielleicht die Unit nicht trifft, aber so viele Units hatte er jetzt nicht an Bord, deswegen. Sichert mich aber geht das nicht. Dann quasi in der ich meine, trotzdem spielst du dann in den Palais rein. Das war übrigens zu früh gerade, das spielt man meistens dann nur dann, wenn man Plündern aktiviert hat. Gamer, hey, du auch da. Komm leider so spät, weil ich noch was mit meiner Schwester von. Was? Achso, weil du mit deiner Schwester noch was unternommen hast. Ja, gar kein Problem, keiner verpflichtet zuzuschauen, ne? Aber freut mich, dass du einschaltest.
Guck mal, wir sind ja immer noch in der Vorrunde, ja? 15:30 an. Da hatte ich gerade auch oben getaggt. Er hat jetzt hier gerade nicht oben getaggt, der Sorkin. Ja, der Sorkin meine ich jetzt, gerade in der letzten Runde. Da hatte ich mit der 1-1er oben getaggt. Das hätte er ja zwar weggeblockt, aber, ja. Damage Ping wäre Wurf gewesen. Weil er kann in der Runde sowieso nicht angreifen, wenn er Affen-Idol spielen will. Okay, aber ich. Und die Korsaren braucht er auch nicht mehr, weil er Affen-Idol hat. Ja, das heißt, er braucht jetzt keine Damage Pings mehr. Ja. Das ist genau das. Mhm. Und die Fässer. Macht er da was gegen? Ist die Frage. Also. Mehr nebenbei mal was Neues eingießen. Das Schöne ist, Megarans Fast Speed, das heißt, das, wenn er das removen will, kann er das noch spielen. Das ist das Gute. Jetzt hat er mich nervös gemacht. Was deswegen sind die Pulverfässer hier was natürlich ganz gut, ne? Das Ding ist, er kann mir halt mit easy die Fässer auch weghauen, wenn er möchte, ne? Mystischer Schuss drauf oder halt den Zauber, den er gerade eben hatte. Ich vergesse den Namen immer. Ja, mach den jetzt. Geht das? Verstehe ich auch nicht. Warum? Ich frage mich jetzt gerade, warum macht er das? Das war sehr teuer, ja. Das ist okay, es könnte natürlich sein, dass er... Durch das Fass geboostet wird. Ist nicht der Fall tatsächlich. Hätte ich den Affen-Idol kaputt gemacht, wenn dann. Ja. Was ist denn hier los? Du trinkst deinen Kaffee. Hm? Nice. Hätte ich auf jeden Fall die Affen-Idol weggemacht. Ja, weggeschossen. Ach ja. So. Boosten nur Zauber und. Aber die, ja, verstehe ich auch nicht ganz. Also was hier in der Mitte gespielt wird, quasi von Einheiten. Und nicht sowas wie letzten Wunsch. Also keine Schlüsselwörter quasi. Aber okay. So, ich habe auch gerade gesehen, Helldackel hat gegen Stradimon Soul 1-2 gespielt. Also Thomas hat gegen Helldackel gewonnen. Das hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Mein Helldackel hat jetzt ziemlich reingegrindet. Der ist, glaube ich, schon Dia jetzt. Also, was heißt jetzt? Jetzt weiß ich nicht, was er gerade ist, aber in der letzten Season hat er sich noch nach Dia hochgeboostet. Ja, gut, Ranks. So von den Leuten, die ich kenne, würde ich auf jeden Fall sagen: Okay, Helldackel stärkster Gegner. So, weil ich kann halt die meisten anderen nicht einschätzen. Oh, bitte triff alle. Bitte triff alle. Auf jeden Fall den Seher. Ja, nehme ich. Ja, gut, ja, nehme ich. Das ist okay. Ah, das war nicht schlecht. Wichtiges Ding. Die beiden weg. Sehr, sehr schön. Er hat noch zwei Karten auf der Hand. Bisher alles gut. Bisher läuft. Da hatte ich angegriffen. Und dann, ach so. Greifen er ist im Angriff. Okay. An. Er war meins. Dann mit der anderen. Also wäre ich jetzt Neo gewesen, wenn ich angegriffen hätte, wahrscheinlich auch. Also ob er beide Speer quasi blockt, aber damit bin ich fein. Das ist dann so, da kann ich jetzt ja auch wenig gegen machen. Ja, hätte ich mit beiden angegriffen. Ja. Ich hätte dann mit dem anderen Scout auch noch angegriffen, weil mit dem greift er ja wahrscheinlich jetzt an, ne? Aber ja, genau. So. Mit dem hätte ich einfach direkt angegriffen, oder nicht? Das wären. Ja. 10 zu 8. Das wären 2 Damage mehr, hätte er noch mit der Korsaren angegriffen. Das hätte ich auch gemacht. An der Stelle, ja. Das wäre extrem, also wäre eigentlich schon echt wichtig, wenn ich das jetzt gewinnen würde, weil dann kann ich viel entspannter in das nächste Game reingehen, also in das letzte Vorrunden-Game quasi. Mhm. Weil wie gesagt, also wir sind ja, es sind ja 4 Leute in unserer Gruppe. So, das heißt, wenn ich gegen 2 Leute schon gewonnen habe, das heißt, die haben beide schon einen Lose, dann können die ja maximal noch 2 Wins bekommen, das heißt, die sind dann gleich mit mir, ne? Also ich habe ja dann 2 Wins und keinen Lose, wenn ich jetzt gewinnen würde. Und die hätten ja einen Lose und 2, ja, genau. Ja, mit 2 Wins bist du normalerweise weiter, aber es gibt Fälle, wo du nicht weiter bist. Und das war sogar fast der Fall bei deren Gruppe. Das ist gerade ein bisschen... War dann aber nicht, weil Johart wieder verloren hat. Ich habe gerade richtig Braindeck, ich bin mir echt unsicher, ob das stimmt, was ich gerade sage. No? Du hast zweimal verloren, Neo hat zweimal verloren und dann bist du natürlich safe weiter, das ist ja klar. Aber hätte Joa gewonnen, dann wäre es knapp gewesen, aber Joa hätte halt... Was habe ich verpasst?
2-0 gewinnen müssen? Oder? Ich habe gegen Joha habe ich 2-1 gespielt. Weiß gar nicht. Also habe quasi schon mal einen Punkt in der Vorrunde mir gesichert. Weiß gar nicht, ob 2-0 überhaupt gereicht hätte. Natürlich hat er einen Timo. Natürlich hat er einen Timo auf der Hand. Noch einen. Einen richtig geboosteten. Das sind einfach 30 Pilze in meinem Deck. Und es bringt mir nicht mal was, die Meuchlerin so. Na, wo, also eigentlich müsste ich die jetzt ausspielen, ne? Ja, ist das schon. Bitter. Das ist natürlich richtig bitter. Ja, nee, ja, dann. Ja, dann muss ich die ausspielen. Ich den Zirkuskurier für nächste Runde. Muss man leider machen, ja. Ja, mit der 4-4 hätte ich nicht angegriffen. Besser 15 Pilze im Deck als 30. Weil, das ist eine Ephemeral-Blocker. Jetzt muss langsam einer der Champions kommen. Ist mir auch relativ egal welcher, aber jetzt muss wirklich einer der Champions kommen. Ah, dann ist das GG-Zeichen. Nochmal die, okay. Ansatzweise ein Champion. Jetzt sehr gut, Lucid-Blocker. Ja. Ist das belastend? Ich meine, das carryt dich jetzt nochmal eine Runde länger. Das ist sehr gut eigentlich. Gar nicht. Natürlich bringt die dir. Also, es ist einer der besten Einheiten, die ihr hätte kriegen können. An der Stelle. Also, weil jetzt den Zirkuskurier ausspielen, so ohne Plünderungseffekt, ist wirklich. Das wäre einfach nur dämlich. Nee, machst du auch nicht. Das ist keine Option. Aber die mit der Korsarin jetzt angreifen, um wenigstens einen Damage durchzubekommen, ist auch keine Option. Gegen Blink ist schon leveled, ja. Damit es eigentlich nichts bringt. Mit meinem Zauber kann ich. Was ist eigentlich mit MF los? Wann kommt die mal? Also ich könnte jetzt halt, also mal kurz überlegen, nee. Ich könnte jetzt mit der Meuchlerin angreifen, dann würde die Korsarin ein Damage machen. So, dann könnte ich den Zirkuskurier ausspielen, ich würde mich hochheilen auf 20 und könnte noch. Brauchst du doch nicht. Und entweder er opfert den Timo oder er spielt halt die 4-2er Einheit, das heißt, er überlebt vielleicht sogar und ich mache nochmal ein Damage. So, dann ist er runter auf 7. Aber er wird den Timo nicht opfern, das heißt, er macht mir in der nächsten Runde. Brauchst du den Elusive Blocker für Timo? Das geht halt nicht. Nee, da beende ich. Ja, gut. Er hat auch geschoben, also er scheint auch nichts zu haben. Der Lucid-Blocker bringt ja nichts, alles klar. Einer der besten einer, den jetzt ziehen kann. Dass er mir meine Meuchlerin nicht wegklatscht. Also klar, langsam muss natürlich ein Finisher kommen, das ist mir schon bewusst. Aber, genau, Stray Demon Soul Helldackel hatte ich euch schon gesagt. Wie gesagt, Gangplank wäre vielleicht besser gewesen. Er hat ja? 2-1 gegen Now to Play gespielt. Und Wendu hat 1-2 gegen. Zweimal gegen Timo Sijoani gewonnen. Sehr interessant. Nein, oh, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Ja, das ist bitter, ja. Diesen, und er checkt's halt auch, ne? Er checkt's halt auch. Ja, jetzt muss ich die Zauber usen. Mhm. Gut, das sind ja nur. Das sind halt ich weiß halt nicht, was er da noch auf der Hand hat. Fünf Attack, ne? Das sind so Stärke schön. Von Timo. Keine Ahnung. Das Problem. Könnte sein, dass er sich eine Jinx zurückhält. Ich weiß es nicht. Jo, okay. Boost halt den Timo in die Höhe. So, Devil lebt er jetzt noch mehr rein? Ach du Kacke. Die Frage, nee, macht er nicht. Okay. Oh, Ehre. Er greift mit dem nicht an, weil er denkt, ich blocke. Das ist ja natürlich blockst du das. Natürlich, also natürlich blockst du das. Sorkin. 4-1er Blocks natürlich. Also jetzt nicht mehr, ja. Das Ding ist, ey, selbst wenn ich ihn auf den Pilz runterhaue, ne? Natürlich hätte er ihn geblockt, weil sonst wärst du an den Pilzen gestorben irgendwann. Ich hab jetzt. Ihn zu finishen. So, ich hab noch eine Runde zu leben. Ist schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich den Timo töten soll. Ja, okay. Das okay, war jetzt aber auch ein bisschen halt unnötig. Aus. Wir spielen ihn aus. Also den Angriff brauche ich jetzt nicht mehr. Korsarin weg ist, der würde nur sterben, das bringt nichts. Mhm. Sehr interessant. Ja, ein Angriff ist jetzt, ein Angriff ist es, ein Angriff brauche ich jetzt nicht. Kann ich nichts machen. Schwierig. Ne? Jetzt kommt es halt wieder auf die Top-Decks an. Ich warte mal, was er macht. Ah, oh, ist das belastend, ey. Das ist jetzt so ein Ding, wer zieht besser, ne? Das ist jetzt genau so eine Situation, wer zieht besser. Aber vor allen Dingen, er hat halt die bessere Ausgangssituation. Das ist natürlich okay. Richtig.
9, er haut mir nochmal 4 weg. Bootsmann, das ist wichtig, das ist wichtig. Und hab dann gute 50 Pilze wieder drin. Ich weiß nicht, was hatten wir letzte Runde? 70 oder so? Hier durchschnittlich 2 Pilze pro Karte, das kann er noch überleben. So, ich muss jetzt über die vielen Diener gewinnen. Das Ding ist, er wird halt da noch. Na, so ist das. Ein Poro, ja, nicht schlecht. Das ist eigentlich sehr gut. Da noch irgendwas bereitgehalten haben, um sowas hier zu verhindern. Der ist eigentlich ziemlich gut. Ich meine, er hat ja Freyot dabei, kann so harsche Winde sein, dass er die Leute einfriert oder so. Es reicht ja auch nur ein Einfrieren, ich meine, 4 Leben haben die nicht. Da habe ich einen 6er auf jeden Fall noch gespielt. Pilze. Gar kein Pilz. Richtig Ehre. Wichtiges Ding. Da habe ich auf jeden Fall den 6er noch gespielt. Das hätte er verloren. Das hätte er verloren können. Hätte er jetzt noch einen Freeze gehabt, so ein Neo. Brill Steel, harsche Winde. Wenn er nicht einfrieren kann, dann ist halt schon. Irgendwas. Ja. Okay, er kann einfrieren. Ich mache 5 Damage. Ja gut, ich meine, er kann auch mal mobilisieren, das ist richtig, ja. Das war wirklich wichtig. So, er ist dran. Ja, stimmt. Obwohl, er kann mobilisieren, ja, das ist richtig. Chat, noch sind wir nicht tot. Das ist richtig, ja, okay. Da könnte ich mir denken, dass es vielleicht sogar so besser ist. So schwer kann das nicht sein. Also ich meine, er hätte gewonnen, so. Aber hätte er jetzt harsche Winde gehabt, dann hätte es wieder anders ausgesehen. Aber dann hätte das Mobilisieren auch nichts gebracht, ne? Ich weiß nicht, was ist sein... Also es wäre wahrscheinlich egal gewesen, ne? Die entscheidet es jetzt. Joha hat 2-1 gegen Genesis gespielt. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wie hat Genesis vorher gespielt. Das ist ja mein nächster Gegner quasi. Okay, Genesis hat vorher gewonnen. Das ist ja noch alles offen. Ja, gut. Richtig. Ich weiß nicht, was seine letzte Karte ist. Wenn er damit jetzt noch, dann das ist es jetzt. Wenn er jetzt noch was einfrieren kann, wenn er jetzt noch was machen kann, dann ist vorbei. Für mich. Okay, er boostet, bringt nichts. Das war ja ein richtig. Ach komm. Unfassbar, ne? Ja, hat er noch gewonnen. Also dann jetzt wahrscheinlich nicht großartig geändert. Hätte jetzt mobilisiert oder direkt gespielt. Ist ja relativ egal. Game, ach du Scheiße. Weil er ja noch mobilisieren kann. Das war ja ein richtiges Schwitzer-Game. Ach du. Ey, das erste Game war schon so knapp. Oh mein Gott. Aber GG, ja. GG. Okay, runterkommen erst. Ich meine, Timo ist halt so, ja, ist auch so spannend wie ich. Keine Ahnung, das ist einfach nicht gut genug. Ja, das ist halt so. GG, das war gut. GG, ja. Aber auch an Neo, der hat gut gespielt, der hat sich gut geschlagen, ja. Und Neo hat halt Decks gepickt, die keiner kennt. Und das ist auch immer Ehre eigentlich. Und wenn man damit noch gut durchzieht, dann ist sowieso geil. Dann ist sowieso geil. Dann hat man es richtig drauf. Ja, jeder kann Ashe Giovanni spielen, jeder kann Scouts spielen, jeder kann Shen Lulu spielen oder sowas, ja. Achso, du hast. Kann jeder spielen, aber nicht jeder kann spielen Decks, die man einfach nicht so gut kennt oder halt schwere Decks. Wenn man damit weit kommt, dann heißt es schon was, ja. Dann ist es schon was wert, ja? Genesis gewinnt das Ganze 2-1. Wie sieht's jetzt in der Gruppe aus? Erster wird Genesis, weil er 2-0 gegen Neo gewonnen hat und damit einen Punkt mehr hat. Dann Joris Sorkin zweiter, also die beiden kommen weiter und dann Joha und Neo sind dann raus quasi. Und jetzt gucken wir mal in sein gutes Viertelfinale-Spiel rein, ja. Da spielt er gegen Scanny F, gegen Scanny Scanny Scanny. Uiuiui. Ja. Und der Bro, der hat einiges drauf, ja, der Skinny. Würde ich sagen. Ja. Wieso gerade ich übrigens gerade das Spiel hier gerade übersprungen habe, das Match gegen Genesis, ist einfach, weil die beiden ganz normale so Rushdown-Decks spielen, wo es nicht so viel zu sagen gibt. Bei Neo war das jetzt zum Beispiel anders und Viertelfinale gucke ich mir natürlich an, das ist ja klar. Und Scanny benutzt ja auch andere Decks. Aber das gerade war halt echt langweilig. Also es sah zwar spannend aus und die waren ja auch beide ganz, ganz low an Health. Ja, und aber eigentlich ist es gar nicht so spannend. Es geht einfach nur darum,
wer klatscht mehr aufs Board und wer bringt den anderen schneller um. Ja. Deswegen, ne? Bin übrigens Gold. Hat zu lange gedauert, wow. Hat einfach zu lange gedauert. Bin enttäuscht. So, was ich nochmal kurz abspielen muss, weil mein Ego dadurch gepusht wird, ist das hier. Das hier? Ne, das hier. Muss ich für mein Ego abspielen? Das hier. Zweiter im Viertelfinale. Also ich bin bisher sehr zufrieden. Also auch erstmal nochmal an der Stelle, jetzt er hört es zwar gerade nicht, aber nochmal an der Stelle großes Lob an G-Able, dass er das alles organisiert und so. Ich würde ja eigentlich sagen, lasst ihm einen Follow da und vielleicht irgendwie eine Donation oder so, aber er streamt leider gar nicht selber. Natürlich sehr schade, vor allem weil er einfach 3-0 gegangen ist in dem Turnier bisher, aber naja, kannst du ja auch nichts machen. Genau, dann an der Stelle, vielleicht holt ihr euch auch einfach kurz was zu trinken oder so. Dann geht's gleich weiter mit dem Viertelfinale. Vielleicht schaffen wir es ja noch ins Finale. Hä? Warte? Was? Ah! Jetzt ist gerade die Muted Scene hier. Ja. Hat sich mittlerweile geändert. Ich streame mittlerweile. Ja. Ist mir auch recht früh eingefallen. Ne? Also hier ab jetzt kann man mir followen und subben und alles. Und, naja, subben nicht wirklich, aber followen. Und natürlich danke, ja, und ich hab's natürlich gehört, hallo. Klar. So, jetzt müssen wir die Mühle ziehen hier überspringen. Ich hoffe, das ist nicht im Match. Ich werde dann auch nochmal durchgucken. Okay, da startet gerade das Match. Oder so in dem Discord, dass ich da auch okay, passt. Fall, perfekt, okay. Bei jedem nice, da ist der Ton wieder an. Sehr gut. So, Scanny F gegen Just Sorkin. Scanny war mein Halbfinalgegner. Jetzt habe ich natürlich schon gespoilert, aber es ist eh klar, wer gewinnt. Ich gehe eh drauf ein. Ja. Direkt entscheidend. So, ich kann das natürlich hier noch eintragen, also Gegner. Da steht ja eh schon alles fest, das ist Spoiler. Also, so, es steht nur wer mich 0. jetzt hier anzeigen möchte, ich fange an, ich habe wieder einen Obenfall. Kann man gerne ins Gericht gehen, ne, aber so anfangen. Sieht schlecht aus. Also ich bin einfach zu, ich hab, weiter, ich sag's euch. Einerseits habe ich einen guten Anwalt, aber das ist nicht das, was mich da durchcarriert, sondern weil ich selber auch einfach so argumentativ gut dastehe. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich halte mich zurück. Brauche ich gar nicht einen Anwalt oder so. Ja. Aber den habe ich halt zu allem Überfluss auch noch. Das heißt, würdet ihr jetzt mit mir eine Gerichtsverhandlung eingehen, dann würde es schwer für euch werden. Ja. Und deswegen, naja. Was laber ich hier gerade schon wieder? Die Zuschauer auf YouTube wissen noch nicht, wer gewinnt. Spoiler. Sei ruhig. Sei ruhig. Und übrigens, wenn du teilst, sage ich nichts. Meine YouTube-Zuschauer, meine YouTube-Abonnenten, kann ich dir vorlesen. Das Angebot nehme ich. Das sind zu 80%. Seht du das natürlich. Und das sind 10 Abonnenten, also 80, also 8 Member, 8 Abonnenten, die in dem ganzen Turnier dabei waren. Und YouTube. Spielen, wobei ich nicht glaube, dass er das machen wird. Interessiert mich YouTube. Wirklich. Joa, denkst du, mich interessiert YouTube, Digga? Oder ich hook ihm ja. Was ist mit dir los, Alter? Ich glaube, ich lade dein Match einfach nicht mehr hoch, weil das hat mich jetzt auch zu gestört an der Stelle. Das ist auch ein bisschen unnötig auf der anderen Seite, ne? Unfassbar, ja. Viertelfinale. Scanny F. Wichtig, dass ich gegen Joa. Nein. Schade, leider nicht. Sondern gegen Sorkins. Ja? Ja, gut. Ja, 0-0. Ja? Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Nächste Runde gegen ist noch nicht festgelegt. Und jetzt geht's darum. Ja, nächste Runde leider keine mehr. Ja? Nochmal direkt spoilern. Hat sich hoch, war eh schlecht. Ja, Bro. Gable ist da ja, damit man halt jederzeit zu ihm kommt. Gerne. Quasi, falls was ist. Ich glaube halt nicht, dass irgendwas passiert, aber kann ja immer mal sein, ne? Was war das jetzt? Ah. Achso, ja, klar, okay. Ja, ich bin immer im Regelbruch, aber ich eigentlich, ne? Aber ja, muss ich machen eigentlich. Weil es kann ja trotzdem. Es muss ja eigentlich kein Regelbruch sein. Ich müsste das mal ein bisschen umändern. Weil es gilt ja auch irgendwelche, keine Ahnung, Unverständlichkeiten oder so, irgendwas, was passiert ist oder Connection und die wissen nicht, was sie machen sollen.
Können sie ja auch reinkommen. Das ist ja, muss ja kein Regelbruch gewesen sein. Naja, Ne? gut, ich wäre halt trotzdem auch Muss ich vielleicht mal ein bisschen klarer definieren. Macht jetzt ne? keinen Unterschied. Ich dachte, du wärst das jetzt Ganze. Mit dem 1, aber das wäre natürlich N. Ein interessanter Move. Kann ich auch, Digga. Aber ich schreib's gleich groß. Weil dann bringt's mehr. So, ja, Skenny spielt Gangplank Sejuani. Das hat er immer als erstes gespielt. Weil er weiß, übrigens, was ich zu Skenny nochmal sagen muss: Skenny ist ein sehr. Ein anfänglicher Spieler. Also der das Spiel sehr. Nicht so ganz seit schlimm, sehr kurzem erst gespielt hat zu der Zeit. Aber er spielt sehr gut Hearthstone schon und andere Kartenspiele. Und da hat er auch sehr viele Turniere schon gespielt. Deswegen weiß er, wie man ein Turnier richtig spielt. Und ja, wie macht man das? Es geht darum, man spielt so, normalerweise in einem Turnier spielt man immer sein stärkstes Deck zuerst, und das hat man gemerkt, weil er hat immer 100% immer Gangplank Sejuani als erstes gespielt und danach sein Fearsome Burn, mal sein Arthur Ramp wurde immer gebannt. Das war sein Bait tatsächlich. Tatsächlich war das sein Bait, Arthur Ramp, weil er mag das Deck gar nicht, ne? Er hat es nur reingenommen, weil er kein anderes Deck hat. Ne? Dann machen wir das, denke ich mal. Egal, so. Was ist mit dir los, Joha? Den hier blocke, ich brauche keinen Live-Kommentator, weil ich selber nicht so will, wie ich zu gut bin. So. Also ich würde, wie auch den Anwalt, den guten Anwalt, den ich schlage, den ich gar nicht brauche. So ist es auch mit dem Live-Kommentant, weil ich bin schon so ein guter, ich habe so eine gute Präsenz. Ich brauche nicht mal on-stream sein. Mich kennt halt trotzdem jeder und jeder weiß auch, dass ich das Spiel gut kann. Und dementsprechend kann ich einfach mit Signalen, die keiner normalerweise verstehen würde, verstehen die aber das, weil ich das einfach ihnen beibringe, das Spiel. Ja. Das war so viel Bullshit in einer Minute gerade. Ja. Okay. Naja. Gut. Und, Tja. So. Spielen wir jetzt Ash. Er hat zwei viel Karten. Bullshit. Also, unfassbar. Okay, eine. Ich korrigiere, er hat eine Karte. Wenn das ein Palais jetzt Tell ist. Tell me more. Hehehe. Let's go, Alter. Ja, Mann. Es ist ein Palais. Besen. Ich glaube, wir besitzen keinen Besen, aber. Och, nö. Und er hatte immer Gangplank Sejuani gespielt, weil es ein stärkeres Deck ist. Arthur Ramp war der Bait, den wurde immer gebannt. Und mit Fearsome Burn hat er einfach als letztes immer gespielt. Warum will man sein stärkstes Deck zuerst? Weil man damit quasi das stärkere Deck vom Gegner clearen kann. Ne? Und wenn man aber verliert, hat man trotzdem noch so ein starkes Deck. Kann man damit erstmal das schwache Deck fertig machen. Also das zweite Deck vom Gegner, was nicht das stärkere ist. Und platt machen und dann schwach gegen schwach. Ne? Oder schwach nicht, aber halt schwächeres gegen schwächeres. Ne? So sieht's, so läuft der Hase. Ja. Ja. Ich habe mir Vollgeist heruntergeladen und gekauft. Aber gerade hat es noch nicht funktioniert. Ich muss da mal gucken, wie der, ob das oder was oder wie oder was los ist. Ja. Vielleicht kannst du mir ja helfen, Joha. Ich habe nämlich keine Ahnung von Technik. So, gerade gehe ich schon wieder weniger aufs Spiel ein. Liegt aber auch daran, dass hier nicht viel passiert. Das ist halt ein normales Ash Sejuani gegen ein normales Gangplank Sejuani. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ach nee, er hat ja eine Dorfwache. Ich wollte gerade sagen, witzig, dass er, dass die beiden Elfen geboostet sind, aber ist ja Blödsinn. Er ist hier nur noch auf 7 Leben und das sieht ganz schlecht aus, weil er auch guten Direct Damage hat. Mit GP Sedo, er hat noch einen Warning Shot, jetzt hier nochmal Double Pulver Äffchen, ne? Das ist natürlich schwierig. Das hauen wir dann auf. Aufstieg. Eigentlich renne relativ egal, auf wen er das haut. Ja. Nicht nur, dass sie halt schwerer stirbt, sondern auch andersrum. Nicht nur, weil sie ihn eh einfriert, sondern auch, weil sie halt nicht so schnell stirbt. So rum wollte ich es eigentlich formulieren. Ach so. Und wir haben noch eine Sage. Durch die zwei Sages haben wir da noch die Karte. Das ist natürlich auch sehr gut.
Da hatte ich jetzt zum Beispiel nicht die an die Sejuani gezogen. Den hätte ich gar nicht gezogen. Den hätte ich gar nicht gezogen. Weil so muss er halt mit denen blocken, ne? Hättest du den nicht gezogen, dann wäre ein Damage durchgegangen und dann wäre mehr Damage gewesen. Also hätte ich den nicht Das Ding ist, er gezogen, beschwört aber so ist das nochmal zwei natürlich. Äffchen. Das ist Also nochmal 2 Damage sehr plus nochmal Warning belastend. Shot sind 3 Damage, ja. Ich weiß nicht Das genau, ob ich jetzt einfrieren soll ist schon oder jetzt nächste schwierig. Und Runde. jetzt nochmal Fass, ja, nochmal ein Damage mehr. Genau. Nee, okay, ich muss jetzt einfrieren. Das bringt natürlich überhaupt nichts, ne? Weil er macht mir jetzt ja Abgesehen, gut, er kann nicht nochmal. angreifen, stimmt, aber. Warte, er macht mir 3 Damage diese Runde. Nächste Runde macht er mir noch ein Damage. Und ja, okay, er Ja. trifft den Nexus. Na, ist over. Schade. Sehr schade. Ja, das ist Das tatsächlich ist over. natürlich. Eieiei, der Junge hat aber auch gut gezogen, ey. Aber er ist noch nicht nächste Runde tot, ne? Er hat nur noch das Pulveräffchen am Start. Tja. Das ist natürlich extrem ungünstig. So, das sind 2 Damage. Dann nochmal ein Damage durch Warning Shot, nochmal ein Damage durchs Ja, Pulveräffchen diese Runde und macht mir nochmal einen ein Headshot. Damage Dann mit ja, macht mir dem den nächsten zweiten Schaden. Pulveräffchen. Das Ich hoffe, der Junge Problem macht einen ist, Headshot. Ist over. Glaube ich. er kann ja vorher noch angreifen, ne? Und diese Aber Runde reicht natürlich mir. ist es schwierig, ne? Wäre auch keine Ihn Option da gewesen. irgendwie Also, nicht einzufrieren, meine ich. wegzuballern, ne? Weil, ich sonst gestorben wäre. Oh, hätte ich jetzt noch eine harsche Winde ziehen können, bitte? Wäre das keine Option gewesen? Sehr schade. So, alles developen natürlich nochmal. Er könnte natürlich jetzt hier Egal, findest nochmal. du? Na, so egal ist es nicht. Dann steht's 0-1. Das ist schon leicht frustrierend, muss ich sagen. Okay, ja, das ist auch nice und kann er ranziehen. Ne? Ja, Freeze wäre natürlich geil gewesen. Macht er nicht, macht er nicht. Okay. Ja, das ist halt schlecht. Er hätte mit ihr hätte er vielleicht finishen können. Er sollte auf jeden Fall alles developen, weil das ist sowieso. Eigentlich, ne? Wenn er jetzt hier noch eine Fast Speed Answer hat, dann kann er das ja sowieso spielen, das ist ja gar kein Problem. Natürlich, er spielt vielleicht dann in Parlay rein, das ist klar. Mal eine Option. Aber Es kommt total ja, drauf an, was das er da hat. ist dann sowieso Okay. egal. Eine Option habe Okay. ich noch. Ja, macht er gut, macht er gut. Ehre. Kann ich leider nicht ausspielen, sehr doof. Und wenn Und zwar jetzt, so. jetzt muss er halt Den Affen hier den Affen ziehen. ranziehen, genau. Das Den Problem ist ziehen. halt leider, er schafft es halt nicht. Weil da können drei, nee, zwei können blocken, ne? Und dann blockst du die Ash weg, sind Nee, 6 Damage weniger. nee. Und dann Der kann nochmal zwei 4 von mir Damage blocken. weniger. Für die 4-3er. Das reicht aber Ja. trotzdem auch. Das reicht ja mit Abstand nicht. Ach, scheiße. Das ist natürlich Ach, schade, sehr, sehr ne? schade. Ja, das war jetzt halt dadurch, dass er jetzt noch einen ausspielen konnte. Ja, sechs. Er überlebt mit sechs. Das ist. Tja, da bringt mir auch der Sejuani Boost nichts. Ah, knappe Kiste, das ärgert mich. Das ärgert mich richtig, ey, muss ich sagen. War knapp, ja. Huch, Musik. Das ist natürlich schade, aber hat er gut Mega ätzend. gespielt, Scanny hier, der Stelle. Und haben beide gut Weiß auch nicht, gespielt, also ob die Mega war ein Musik jetzt faires eine gute Game, ne? Variante ist oder eine gute Wahl Ui. ist. Oder ob ich lieber irgendwas Schnelles nehme. Ne? Was aber, glaube ich, auch nicht besser ist. So, ich gehe mich mal ganz kurz entmuten. So, jetzt einmal 1-0 für Scanny. So, mal eben kurz entmutet. Oh Mann, war Scanny, das ein knappes ne? Ding, ey. Das ärgert mich Jo. richtig gerade. Auf den Punkt genau. Das war einfach ein Schaden weniger von dir, ne? Ja, aber, also, aber ich glaube, du hast auch gut gezogen, oder? Da musst du Der nicht klagen. Perfect Ich Lethal, habe ja. keine Sejo, kein Gangplank. Ja, okay, Er hat gut, das wirklich war nicht natürlich gut ein bisschen gezogen, bitter, ja. aber dann den Kanon, dass der Kugelhagel zum Beispiel getroffen hat. Ja, aber ein bisschen Glück gehört dazu. Dafür Okay. habe ich Pech beim Kartenziehen bekommen, weil ich keine Sejo und keinen Gangplank, keinen Rex hatte. Ja, da hat er wirklich Pech Okay, das heißt, gehabt. du hast Reicht jetzt nicht noch aus. dein Hat er fair gewonnen, auf jeden Elusive Fall. Stack. Also hätte Genau, das Elusive er Stack. glücklich gezogen, wäre es auch fair gewesen, Dann, aber. mal schauen, vielleicht sind Ja, wir also gleich es war durch. jetzt kein Viel Glück fürs großartiges, zweite Deck. Okay, unverdientes Match oder so, ne? ich werde jetzt nochmal das Eisgekühlte Deck nehmen. Meine ich jetzt, ne? Einfach aus dem So, noch Grund, ein dass. Match. Wir haben nochmal Ashley Giovanni. Er das jetzt zwar schon kennt,
Aber gegen Fierce ich Burn. Hoffe, dass ich quasi jetzt gewinne und er dann quasi das Deck, was dann kommt, er das halt gar nicht einschätzen kann. So, das wäre jetzt... Ist eigentlich relativ egal, mit also welchem Deck du dann spielst. Total egal, wie wir spielen. Ob ich jetzt erst mit dem anderen Deck spiele, was er noch nicht kennt und damit einen Sieg hole, weil er es halt vielleicht nicht kennt, oder ob ich erst mit dem relativ spiele, egal, was er nicht kennt. Was halt natürlich dann ungünstig ist für mich, weil er, wie gesagt, ja, die Karte... Er muss das Matchup ja sowieso spielen, das ist ja das, ist ja relativ egal, wann er das spielt. Wenn er jetzt so 2-0 geht, das bringt ihm ja... Also bringt ihm nichts, ob er 2-1 oder 2-0 spielt. Im Viertelfinale. Hoffen, dass er nicht gut zieht. Und, Muss einfach hoffen, dass er irgendwie wenig Spinnen oder so hat. Ja, was ist denn hier los? Hallo? Das ist ja schön und gut, ja. Toll. Upload, ja. Product Placement an der Stelle, ja. Gebt mir alle euer Geld. Danke sehr. Also wenn die Elise aufsteigt und er gleichzeitig noch vier Spinnhausen hat, dann ist eh bitter. Dann ist eh durch. So, das ist eigentlich schon ein hartes Matchup für Scanny jetzt an der Stelle, weil da kommt er schwer durch die ganzen großen Einheiten hier. Plus Freezes, ja, das ist schon schwierig. Ja. Und auch noch Removal mit Reckoning. Reckoning ist hier ganz gefährlich für Scanny. Daher hat Scanny auf jeden Fall ein sehr hartes Matchup hier. Und mal gucken, ob er das machen kann. Vielleicht mit einer gelevelten Elise, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten sieht schwierig aus, ne? Aber der levelt sich schon, da levelt sich schon, ja. Er braucht einfach gar nicht anzugreifen. Da greift er an, jetzt. Direkt schon da. Und macht erstmal 3, 4, 6 Damage. Nice. Ja. War das jetzt gerade ein Misplay von ihm? Da hätte ich auf jeden Fall auch angegriffen. Die zweite Elise auf der Hand ist mir egal. Nee. Da hätte ich auf jeden Fall auch angegriffen, weil du bist Aggro, du bist Burn. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Du brauchst die Elise hier nicht flippen. Kann man natürlich machen mit dem Challenge, ist ganz gut, aber das bringt hier gar nicht so viel in dem Matchup. Ich meine, gar nicht anzugreifen. Daher, wäre ein bisschen blöd gewesen, sagen wir es mal so. Also, da greifst du auf jeden Fall mit allem an. Das ist safe. Mit Aggro generell. Ja, um noch eine Spinne zu beschwören, aber hä? Nee, da greifst du an. Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Es ist Burn. Das ist Aggro. Ja. Da greifst du natürlich an. Denn Elise ist dir scheißegal, die muss nicht leveln. Ja. Natürlich, das Challenger ist ganz cool, aber es bringt ihm eigentlich auch nicht wirklich viel in dem Matchup. Und deswegen greift er auf jeden Fall an. Spielt einer so ein Spinnendeck? Hatte das einen tieferen Sinn? Also ich sag mal so, wenn es hat keinen tieferen Sinn, es sind 7 Damage. Ne, 6. Dann verstehe ich den Move. 6 Damage. Das ist einfach ein Damage. 6. Damage. Durch die eine Spinne, die noch dazu kommt. Sechs Damage. Das ist für Burn sehr viel. Und da ist ja deine Elise sehr, sehr egal. Okay. Ja, damit blockt er jetzt natürlich den Angriff. Ja. Sehr gut mit der Ephemeral One. Ja, da ist weil da greift er jetzt natürlich an. Weil ich den jetzt nicht spielen kann, weil da würde er einfach die Karte gegenspielen, das lohnt sich dann überhaupt nicht. Und die lässt er einfach durch, ja. Das ist sehr gut, ja. Er spielt es aber sehr gut, der Scanny. Er weiß genau, wie man Aggro spielt. Man blockt eigentlich gar nicht so wirklich, ja. Außer man ist jetzt kurz vom Sterben. Also man blockt nur gewisse Sachen, aber eigentlich blockt man fast nichts. Sondern man greift halt nur an und mit dem Ephemeral Play, das war sehr, sehr gut, weil dadurch konnte er jetzt hier wenig angreifen, konnte mit 4-2 nicht angreifen. Generell eigentlich hätte er schon mit dem angreifen können, aber dann hätte ich wahrscheinlich sogar reingeblockt in dem Ding. Aber wenn er nicht tradet, dann blockt er auch nicht. Also wenn er tradet, dann blockt er, weil dann stirbt ja auch von seinen eine Unit und dann kann man da auch... das ist ja quasi dann auch gut, weil dann hat er einen Blocker weniger, aber generell blockt man nicht in etwas rein, was man nicht tradet. Also klar, man kann so spielen. So. Er möchte das hier einfach schnell zu Ende bringen. Er muss es schnell zu Ende bringen, weil du Ash Sidoani bist. Den habe ich tatsächlich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Das, I don't know. Das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen. Vor allen Dingen, so ein bisschen kennt er ja mein Deck. Er muss ja wissen, dass ich ihn einfrieren kann und so. Also. Ja gut, aber da, wenn er nicht angreift, bringt es mir auch nichts. Genauso wenig eigentlich. Werden Spinnen jetzt sehr nervig. Ja, genau.
Mit Bedrohung, also mit der aufgestiegenen Elise und dem Vieh hier, da hätte ich jetzt sehr schlecht blocken können. Ja, du hättest mit allem blocken können, also. Das wäre genau bei dem genau gleichen rausgekommen. Okay. Du hast ja alle drei Attack Units. Ne? Deswegen, was hast du nichts geändert? Oder braucht das Damage, ja? Er ist hier der Aggro, er ist hier der Aggro-Spieler, er ist hier der schnell sein muss, weil du bist hier Ash Sejuani. Und wenn er dich nicht schnell genug zerstört. Also er, Scannish hat hier alles richtig gespielt an der Stelle. Er hat quasi 100% perfekt gespielt. Genauso muss er das spielen, ja. Er hat ein verdammt hartes Matchup gegen Ash Sejuani und er hat es schon perfekt gespielt. Hätte er damit der Elise mit, nicht mit allen Angriffen, hätte er das Deck das wahrscheinlich jetzt schon verloren. Ja? Da wäre es jetzt schon over. Ja? Es sind die 6 Damage, die hier gerade an den Nexus ran geklatscht sind, an der Runde, und die so entscheidend sind. Ja? Jetzt tradet hier, genau, er macht es genau richtig. Ja? Er blockt die Ash gar nicht, weil da tradet er nicht. Ja? Aber er blockt die 4-1 und die 4-2, weil da blockt er, tradet er rein. Und das sind dann wieder 2 Blocker weniger, die Sorkin hat. Ja? Also, Scanny spielt hier einwandfrei. Ja, ja, das ist jetzt kann ich nichts gegen sagen. Wenn Elise kommt, dann hau ich die direkt weg mit dem Zauber. Er blockt perfekt. Er blockt nur das, was er blocken kann. Ja. Entweder er hat eine Ephemera Unit, natürlich blockst du dann. Oder du kannst traden, dann blockst du. Und das sind natürlich hier wunderschöne Trades, ne? Das ist ja klar. Oder mein Pech in dem Fall, zieht er noch eine. Das sind 2 Blocker weniger, vor allem 4 sind Blocker sogar weniger. Ne? Und jetzt developt er nochmal, klar. Und jetzt kann er hier nur noch eine Runde, einen Blocker pro Runde spielen, außer er kriegt jetzt nochmal was Billigeres als Top-Deck. Ansonsten wird es schwierig, ne? Kann er nur noch einen Blocker setzen? Ah, okay, ja gut, er kriegt noch was Billiges, okay. Dann sind es wieder 2 Blocker. Die Karten hat voll aktiviert, okay. Da sehe ich jetzt leider die Hand nicht. Vielleicht hätte er da noch was spielen können, aber ja, vielleicht hat er es auch ein bisschen, wusste er noch nicht, was mit Nightfall so ist und so. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ja, ne? Machen wir so. Okay. The Freeze, ja. Kann er von mir aus mit der Einheit angreifen. Nicht schlecht. Aber ich mach wenigstens kein Damage. Okay. Uncoole Karte. Ja, das ist natürlich. Okay, ja gut, er wollte hier für Nightfall triggern, ja. Cool. Ist klar. Okay. Na, dann scheiß drauf, dann benutze ich jetzt den Schlag gegen die Vierer. Geht leider nicht. Dann ist das so. Also er hat 3 Smellmanner noch. Soweit ich das sehe. Ist blöd, dass das verdeckt, ne? Das ist echt blöd. Ich sehe schon, dass das die falsche Entscheidung ist, aber auf jeden Fall spielt das Scanny gerade sehr sauber, ja. Ach, kann ich ja gar nicht. Ha. Nee, das geht leider nicht. Ja, nö, dann schlagen wir es gegen die 2-Einheit. War natürlich teuer jetzt mit der 2-Einheit, aber ich glaube, das muss man an der Stelle machen, weil diese 2 Schaden können entscheidend sein. Deswegen war das wahrscheinlich gar nicht schlecht. Das ist einfach eine Ash. Ist ja immer ein Freeze. Eine Beurteilerin wäre jetzt auch richtig irre. Da kommt der Decimate. Aber wenn er noch so ein Ding auf der Hand hat, dann bin ich tot. Das wäre natürlich extrem bitter. Ich meine, sieht man jetzt. Jetzt sieht man es, weil jetzt ist Sorkin am Zug. Jetzt hat Sorkin hier sein breites Board. Er kann ja auch nicht mehr gut reintraden. Sieht man ja. Scheiße. Ja. Er hat natürlich aber ich hätte doch erst das Culling Strike aufheben können, aber das wären dann die anderen beiden Schaden wieder gewesen. Aber jetzt sieht man es, weil jetzt ist er in der Pressure, jetzt hat er eigentlich schon fast gewonnen. Ne? Scheiße, derbe ärgerlich, ey. Und hätte er hier mit der Elise nicht angegriffen, wäre das nicht passiert. Ich würde behaupten, also ich spiele oft. Hätte er nächste Runde gewonnen. So, aber ich würde behaupten, dass ich in dem Turnier tatsächlich wirklich wenig dumme Aktionen gemacht habe. Beziehungsweise gar keine dumme Aktionen, vielleicht manchmal bei zwei Sachen mich vielleicht so entschieden, wie es vielleicht nicht jeder machen würde. Ja, da waren schon ein paar Missplays drin, aber ja, hat er in Ordnung gespielt, das Sorkin auf jeden Fall. Und Scanny hat das sauber gespielt, ja. Genau dieser Elise-Attack am Anfang, das ganze Deck.
Er hat so schnell gespielt, dass er mit Ash gar nicht hinterher kam. Weil jetzt hat er gerade die Pressure. Nächste Runde hätte Skenny verloren. Ja? Und er hat perfekt runtergespielt. Ja? Deswegen großes Lob an Skenny an der Stelle. Vor allem er spielt das Spiel ja noch nicht lange, aber er weiß halt, wie Agro-Decks generell funktionieren. Daher weiß er, dass er so spielen muss. Ja? Sehr gut gespielt. Aber auch Sorkin natürlich GG. An der Stelle natürlich raus. Ja?